Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Sobald der schwarze Bildschirm weg ist, müssten wir zu Hause sein und der Tag müsste anbrechen. Gut, und der Tag müsste anbrechen, das ist ja folgt. Ich habe jetzt die Zeit zwischen den beiden Folgen dafür genutzt, um die Tiere einmal zu versorgen. Ich glaube, ich habe die Beete noch einmal schick gemacht und habe auch das letzte Beet hier hochgezogen. Witzigerweise ganz, ganz knapp in der Reichweite von einem der, von der BKI oder von der Erweiterung. Ich bin mir nicht sicher. Das letzte war schon echt eine knappe Kiste. Aber ich finde, wir können auch noch mal ein paar Kartoffeln pflücken hier. Und dann kommen wir auch gleich neue an. Samen ziehen 5, Samen ziehen 5, Samen ziehen 5, Samen ziehen 1. Oh, 32 Kartoffeln haben wir wieder. Ah, und der Tag bricht an, sag ich doch. So. Wir wollen ja hier wirklich ganz, ganz, ganz viele Kartoffeln haben. Das perfekt auf 40 gepasst oder geht das Deck nur auf 40? Oh, ich glaube, das waren exakt 40. Wenn wir wollen ja ganz, ganz viele Kartoffeln haben, damit wir ganz, ganz viel hier Alkohol machen können, damit wir ganz, ganz viel Sachen anzünden können. So ist ja der Gedanke dahinter. Wir sind jetzt hier relativ gut aufgestellt. Wir haben richtig Premium-Essen, habe ich nochmal vorbereitet. Wir haben hier noch so... Ich wollte heute eigentlich zur Feier unseres Überlebens im Lava Cave heute ein Brathähnchen auf Gemüse uns gönnen. Dafür würde ich die Werte allerdings noch ein bisschen runterticken lassen. Aufgeräumt habe ich den Großteil. Ich habe zwei Generatoren gerade am Laufen, weil wir ja wirklich eine ganze Menge hier Erze haben. Hier, richtig geil, einfach nur. Oh, hier. Also, wir hatten, glaube ich, nicht mal mehr 12, ich glaube, wir hatten 8 oder 9 Kristalle. Hier kommen noch 50, 52. Für die Kristallausbeute war es geil, aber irgendwie will ich mehr. Da, wie immer, ich will mehr. Gib mir mehr. Nehmen ist illegal als geben. Ich bin irgendwie ein bisschen gut gelaunt heute. So, wir haben auch echt viel Phosphor. Das ist ganz geil. Für Brandmunition und pyrotechnische Gegenstände. Mal ganz kurz gucken. Revolverbrandmunition. Ja, ist ja geil. Aber wenn dann die hier. Ich leg mal ganz kurz alles durch. Bein, ne? Gucken wir mal unten an der Werkbank. Pyrotechnisch stelle ich mir hier so Silvesterraketen vor. Nee. E-Bank? Nö, heißt dann für mich aber tatsächlich, dass die ausschließlich für Brandmunition gedacht ist, die ich ja wirklich sehr wenig nutze. Und die Frage ist natürlich, warum? Weil eigentlich ist Brandmunition ja geil. Können wir einfach mal demonstrieren. Machen wir mal. Also, die wechsle ich. Genau. Oh. Wir holen uns mal kurz einen Bären. Nicht drehen. Bleib mal stehen kurz.
Ah, hab ihn getroffen. Gut, wenn er ins Wasser rennt, ist das natürlich nicht hilfreich für mich, oder? Oh. 59. Oh, guck mal, hätte ich doch zufällig was, was 60 Schaden macht. Arme Socke. Arme Socke eigentlich hier. Das war nicht nett von mir. Das war nicht nett. Ich glaube, der Brandschaden war immer 10. Hier komme ich nicht hoch, ne? Ah, ja, ja, ja. Doch. Ich bin übrigens wirklich am Überlegen, wie ich das umsetze, dass ich die Dinge alle so auf die perfekte Höhe wie die da drüben setze, weil die Höhe auf der anderen Seite ist einfach perfekt. Da werde ich mir was einfallen lassen. Oh, Wasser. Eigentlich können wir direkt ein bisschen Alkohol machen wieder, ne? Und Destille. Wir haben ja da alles. Machen wir mal ein bisschen. Eins, zwei, drei. Aber auch das. 18 Kartoffeln sind dafür jetzt weg. Also ich meine, die wachsen nach, das ist kein Problem. Aber ich brauche ja 2 Alkohol für einen Molly, oder? Würde ich dich auch gleich mit nach unten stellen, oder? Wohn soll ja Wohnbereich werden. Egal, gleich. Ein Molly braucht, glaube ich, 2 Alkohol. Das heißt, wir bräuchten 12 Kartoffeln für einen Molly. Und wir brauchen 2 Mollys, um anständig eine Tür aufzukriegen. Ah, das heißt 24 Kartoffeln. Das heißt, theoretisch eine vollständige Ernte von Kartoffeln, mal abgesehen von, naja, man muss ja auch wieder einpflanzen. Das heißt, ich brauche wirklich schon 2 Kartoffelfelder, die ich einmal komplett ernte, damit ich für eine Holztür genug Molotows vorbereitet habe. Meine, klar, geht, ist nicht so das ganz große Problem, aber ist halt doof. Für oben könnte ich noch ein paar Pflanzbeete gebrauchen. Was können wir allgemein noch machen? Wir brauchen auf jeden Fall Glas, wofür wir Strom und Masse brauchen. Und vor allem Glasgedöns. Machen wir mal. Hier Glas. Ein Stück. Nice. Lassen wir schon durchlaufen. Klar, wir müssen ja oben mit unserem Glasdach auch echt vorankommen. Hier würde ich gerne einen Zugang, beziehungsweise ich würde das gerne einbauen. Mit Wänden. Wir haben Wände da. Da haben wir sie. Oh, ich habe hier noch. Ja, warum machen wir mal Steak mit Ei? Na komm. Da haben wir hier unseren Wasseranschluss separat drin. Ich kann ihn ja sogar noch ein bisschen bewegen. Oh nein!
Ah, dann mache ich jetzt wieder über Kreuz, ich Held. Weil der geht ja nur hier dran, ne? Ah, deswegen hat sich die andersrum gedreht. Ja. Ah, ärgerlich. Auf jeden Fall muss ich nochmal Wasser nach oben versuchen zu bekommen. Ich habe hier ein Rohr nach oben gezogen. Mich da ran. Jo. Ah, oh, Holzkiste vor der Tür. Natürlich nehme ich die mit. Da. Auch gleich das Kupfererz mitnehmen. Ja, warum nicht, ne? Boah, zwei Elektroschrott. Kann ich hin. So mag ich das. In meine Flaschen. Also wirklich ganz gemütlich heute. Und wir machen ein bisschen Alkohol, wir machen wieder ein bisschen von den Feldern. Also eigentlich ist es gar nicht so super gemütlich. Wir haben ja wirklich viel zu tun. Schon wieder 6 drin. Geht Zink schneller als andere? Fühlt sich so an. Lass einfach mal so stehen. Zack, 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 zack. Gib mir mal ein bisschen Glas. 10 Scheiben. Was brauche ich denn hier oben noch? Regen. 2 halbe und eine schräge natürlich. Hier. Oh. Entschuldigung. Eisenfragmente. Mein Treppenhaus muss soll bearbeitet werden. Es ist eine Katastrophe. Es ist nur eine Katastrophe. Oh. So. 2 halbe. Da. Zack, zack. Schräge. 1, 2. Ja. Mehr kann ich mir nicht leisten. Naja, immerhin, ne? Ja, schon mal etwas. Hunger. Ach, wie praktisch. Mann, gut, dass wir was Schönes zu essen da haben. Ja, naja, wir sind richtig im Arsch. Und? Wo ist eigentlich Maxim Alive? Bin auch mal gespannt drauf. Ja gut, das könnt ihr mir auch gerne mal sagen, wo Maxim Alive ist. Würde mich mal interessieren. Ich gehe mal davon aus, wenn ich weiterhin so professionell spiele, werde ich das früher oder später so oder so erfahren.
Das passt ja wie Arsch auf einmal. Ja, geil. Und du hast immer noch 100% Licht, oder? Jo. Das wird gut, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Eigentlich müsste ich noch hier noch Sprinkleranlagen dran setzen, überall. Habe ich schon mal Rohre vorbereitet? Ich müsste vielleicht sowieso mal den Ausgang hier dran machen. Moment mal. Mal hier mal ein bisschen improvisieren wieder. Oh. Hier müsste irgendwo... Doch nicht? Ah, da! Oh. Na gut. Das kriege ich aber auch hin. Dann machen wir mal hier hin, ne? Nicht? Doch. Wusste ich doch. Aha! So wird ein Schuh draus. Und dann würde ich die natürlich gerne gerade nach oben führen. Sieht gerade ein bisschen chaotisch aus, aber das wird alles. Am liebsten wäre es natürlich, wenn ich das hier hinkriege. Ja, ich meine, wenn ich den Raum zumache, sehe ich es ja nie wieder, oder? Wo ich muss die Pumpe ja mal ab und zu mal einschalten. Oh, das sieht doch gar nicht so ganz kacke aus. Oh. Okay. Hier? Wasser auf. Keine Wasserquelle angeschlossen. Hä? Moment mal, dann habe ich das doch falsch hier, ne? Wir müssen doch dann andersrum. Muss ich doch bei Kreuz aber hier wieder, ne? Hier? Das so? Ausflussrichtung und Wasserquelle. Genau, genau, genau. Ich muss die Bildtasten umlegen. Ich muss das Ding jetzt drehen. Das geht gar nicht. Ich muss da jetzt mal Aktion. Wo ist das? Bauen. Hinfort drücken. Heranziehen. Drehen. Rechts rum. Links rum. Okay. Probieren wir es mal.
Ja gut, dass wir das entfernen funktioniert mäßig gut. So, erstmal dahin. Dann packe ich dich mal um. Wir machen das jetzt einmal richtig, ja? Dabei läuft hier alles schön gut durch. Oh, bis dahin. Weil weißt du, was richtig schlimm ist? Ich habe gerade richtig Spaß daran, hier diese Frickelarbeit zu machen. Das ist doch nicht normal. Ah? Oh? Ah, das ist okay. Dann kommst du mit dieser Wand mal wieder zurück. Oder machen wir das Ding dicht? So, und schon sieht es keiner mehr. Da kommt dann irgendwann nochmal eine Tür hin. Ich habe Zugriff drauf. Sehr schön. Das sieht oben auch gar nicht so doof aus, schätze ich. Kommt aus dem Boden, geht da rein. Ja, geil. Natürlich brauche ich noch ein paar mehr Rohrleitungen. Ich würde das hier gerne hinten anschließen. Ich würde das aber auch gerne schick angeschlossen haben. Das heißt, ich werde dann hier so eine Station reinsetzen, wo es abgegriffen werden kann, dann hier so eine Verteilung, damit die einzelnen Beete was abbekommen können. Aber dauert natürlich noch ein bisschen. Ich brauche dafür nämlich noch Bohrleitung. Oh, ich hab... Oh. Oh. Ich bin ja ein Streber. Ich habe ja schon mal eins vorbereitet. Denn dran? Da dran? Ja, hier dran. Das wird ein bisschen schwieriger. Also rein aus Prinzip müsste ich den ja jetzt anschließen. Tue ich aber erstmal noch nicht. Kann ich dich einfach reinnehmen, ohne dass es ganz doof aussieht. Absolut nicht. Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein. Hier. Das bin ich hin. Und? Sieht trotzdem doof aus. Okay. Das haben wir aber gleich. Das ist jetzt Kleinkram, das ist jetzt Frickelarbeit. Und ich gerade wieder furchtbar viel Spaß habe. Oh, da. Ja. Dann habe ich da einen Wasseranschluss.
Gut, wenn ich es natürlich ganz genau nehmen möchte, darf ich nicht mit dem Wasseranschluss durch meinen Gehweg hier gehen, damit das nicht doof aus. Auf jeden Fall werden wir noch eine Menge Materialien brauchen. Ich werde auch einmal kurz Generatoren nachfüllen müssen. Hier, komm. Gib mal 17 hier. Bleibst doch alle! Herrlich! Herrlich, herrlich, herrlich. Hey, komm, runter! Runter! Treppenhaus muss neu. Ah, aber ihr seid fertig. Geil. Könnte ich natürlich nochmal Scheiben machen. Schön. Rohre brauche ich auch noch. Kostet Kupfer, Zink, Eisen. Eins kann ich sogar noch machen. Kupfer, Zink, Eisen. Na, zweites kann ich auch gleich noch machen. Sobald die Masse auf 20 Kilo hochgetickt ist. In der Zwischenzeit kann ich ganz gemütlich nochmal eine weitere Glaswand bauen. Oh yeah. Oh yeah. Bau mir mal ein Schräg. Komm, danke. Eins noch für die Seite. Ich war gerade überlegen, ob ich da jetzt wegnehme, aber. Nee, nee, lassen wir mal so. Gerade überlegen, ob ich. Ja, ich habe da so eine Tür. Eigentlich fände ich das so von meinem persönlichen Wohlbefinden her echt ungeil, wenn ich da Rohre zwischen habe. Kann aber sein, dass das so ziemlich die einzig sinnvolle Option erstmal ist. Aber gut, wenn die Rohre dafür wenigstens gerade sind, gibt es Teppiche? Kann ich einen Teppich drüberlegen, so wie ich es mit Stromkabeln mache? So ein Spalt-Teppich bauen? Das muss ich jetzt wissen. Gib mir mal einen Teppich. So eine Ressourcenverschwendung, aber her. Oh. Da sind. Wir bauen uns einen Teppich. So. Da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich nicht, weil die Rohre viel zu hoch sind. Na komm, werd fertig. Aber es ist cool, dass wir einen Teppich haben. Nee, das löst mein Problem nicht. Schade, aber auch. Ich würde hier gern das bereits fertige Feld hinsetzen. Dann können wir es jetzt nämlich schon mal an den Wasseranschluss dran setzen. Dich kann ich ja wahrscheinlich problemlos da durchziehen. Das ist ja optisch nicht so dramatisch. War's das schon? Muss ich gucken, dass ich dich da hinten wieder reinkriege. Ah, jetzt ist er jetzt drüber. So.
Jetzt bin ich in Ruhe. Habe ich die Seite fertig. Ist schon geil. Natürlich muss ich dann bei dir regelmäßig sagen, dass du nachpumpen sollst. Aber das ist ja wohl kein Problem. Die Masse ist nachgetilgt, dann kann ich mir noch ein Rohr machen. Wir brauchen Sand. Wir müssen tauchen gehen. Vielleicht beim nächsten Mal direkt nochmal tauchen gehen. Ich würde wirklich gerne zu Hause ein paar Fortschritte machen. Wo wir könnten Winter... Ich habe jetzt tatsächlich nebenbei gesehen, dass es im Winter mit dem Tauchen auch kein großes Problem ist. Aber wir haben ja noch Sommer. Ich habe ja noch recht hohe Temperaturen. Oder nein, wir haben September. Boah, das sieht so cool aus. Das reflektierende Licht an der Scheibe sieht wirklich bescheiden aus, aber... Geil. Hier, Asche. Nice. Reflektiert auch ein wenig unlogisch. Aber nett, dass das überhaupt reflektiert. So, noch so ein nächstes Verbindungsrohr bzw. ein Sprengler wäre noch auch gar nicht so schlecht. Zeit? 33 Minuten? Cool. Und uns einen zweiten holen. Zwei... Habe ich ein Legierungsblech? Ja, habe ich. Mir fehlt nur die Masse, ne? Nö, aber dann machen wir das beim nächsten Mal. Setzen wir dann den nächsten Pflanzsprenkler an. Werden ein bisschen tauchen gehen. Für ein bisschen Sand. Muscheln. Oder eine kleine Loot-Tour. Ah, ich werde mir das jetzt ganz spontan überlegen. Aber der Pflanzbeet-Sprenkler für nächste Runde steht auf jeden Fall im Plan. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.